Wir machen nochmals jetzt einen Blick zum Wiener City Marathon. Nicht aber zu den Top-Athletinnen und Rekordläufern. Im Folgenden geht es um die Vielzahl an Hobbysportlern und ihrem Lauferlebnis am Tag X, auf den sie sich so lange vorbereitet haben. Ankunft kurz nach 7, Kaisermühlen. Vor den Läuferinnen und Läufern liegen bis zu 42 Kilometer. Wichtig, bevor es losgeht. Ja, man muss sich akklimatisieren. Das geht so. Aufwärmen, Klo gehen. Den Chip nicht vergessen. Manche probieren es mit einem motivierenden Tanz. Andere führen noch kurz den Hund aus. Dann der Startschuss. Warm wird einem sowieso ganz schnell. 7800 haben die volle Distanz von 42,195 Kilometern in Angriff genommen. Circa 14.000 sind jeweils bei Halbmarathon und Staffel dabei. Und wer nicht läuft, der schaut zu. Zwischendurch mal die Frage, wie geht's eigentlich? Gott sei Dank kommt bald das Ziel. Mir gehen die Kräfte aus schon langsam. Diese Halbmarathonläufer zeigen Verschleißerscheinungen. Die Marathonläufer, die wir fragen, sind positiver. Noch gut, ich habe aber noch eine halbe Distanz vor mir. Ja, läuft alles gut. Hey, läuft besser. Läuft besser. Ja, sicher, ist in guter Zeit, guter Laune. Er lacht auch noch. Halbe Distanz noch vor dir, genug Kräfte? Bis jetzt ja. Für manche ist hier Schluss. Sie übergeben an ihren Staffelkollegen. Ja, war super. Es war vom Wetter her angenehm. Aber trotzdem, ihr seht mein Gesicht. Trotzdem anstrengend. Ja, macht das voll viel Spaß. Alle Leute sind gut drauf und gute Stimmung. Alle sind gut gelaunt, also freut mich. Während die Spitzenläufer mit einer Zeit von um die 2 Stunden 10 ins Ziel kommen, wird andernorts schon geputzt. Nach gut 3 Stunden dann, jene Zeit, bei der viele Hobbyläufer ins Ziel kommen. Wir haben eine Familienstaffel gehabt und ich bin noch in gesamt allein gelaufen. Knapp unter 3 und Familienstaffel in 3 mit meinen Kids. Top. Diese Läuferin aus Norwegen freut sich besonders. Ich bin 15-20 Minuten unter meiner Bestzeit geblieben. Ein Fazit? Ja, anstrengend. Anstrengend, glücklich, Ziele erreicht. Ob halb, Staffel oder voller Marathon, ob in 2 Stunden 10 oder 5 Stunden. Die Leistung heute fantastisch.